Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Karmesin. Wir sind wie letztes Mal schon gesagt hier. Ich habe mich auch gerade bei der Dame heilen lassen, dass ich weitermachen kann und habe von ihr dann so einen Beutel bekommen mit Stuff für... Boah, hier sind lauter Pokémon. Ey, das ist überflutet. Aber die habe ich jetzt schon. Aber mit Stuff fürs Sandwich machen. So, jetzt. Mein Gott, Wortfindung. Halt, hier will ich nicht runter. Ich wollte mal den Weg entlang gehen. So. Das ist nur, dass ich nichts reinfahre, weil hier Herden von Schafen immer wieder auftauchen. Okay. Haben wir das schon? Keine Ahnung. Versuchen wir es einfach mal. Zur Not trainieren wir einfach ein Pokémon. Das kommt mir irgendwie unbekannt vor. Ja, habe ich mir gedacht. Dann machen wir mal nur das, aber ich denke, das killt, weil wir doppeltes Level haben. Oder auch nicht. Es ist gut, dass es nicht killt. Wenn wir dann einfach machen können. Das ist, glaube ich, eins von den neuen Pokémon. Aber was wir hier merken, ich denke, wir sind ein bisschen overleveled. Finde ich ein bisschen doof, dass die das nicht irgendwie eingerichtet haben, dass man sagt, okay, geht das. Also, dass es so wirklich einen Idealweg gibt, den das Spiel auch vorgibt. Also, man muss es nicht befüllen, aber die sagen hier, würdest du zuerst das machen, dass du weißt, welches Level was hat, weil auf der anderen Seite war es auch levelmäßig okay, weil da waren wir schon im Level 10er Bereich. Olini wandelt Nährstoffe in Öl um, welches es in der Frucht auf seinem Kopf speichert. Kommt mühelos eine Woche ohne Essen und Trinken aus. Was ist denn das eigentlich mit diesem, oh, wir brauchen Pokémon, die Nahrung erzeugen können, weil bisher Pokémon keine... weil es bisher keinen Sinn gemacht hat. Es ist, also ich weiß nicht. Wir haben Salz vorher gehabt, wir haben Öl gehabt, wir haben Mehl gehabt. Also ich meine, und das sind ja sogar Zutaten, die rein pflanzlich sind. Also du kannst ja die Pflanzen, die für das Ganze nötig sind, im Prinzip in der Pokémon-Welt wachsen lassen. Das schließt ja noch nicht mal aus. Das größte Problem ist halt sowas wie... Ja, wir brauchten eigentlich einen Ersatzstoff für Wurst und Käse kann man ja noch machen, wenn man Muku-Milch hat. Aber wir bräuchten ja eher irgendwas, wo er sagt, ja gut, wenn die Leute ein Steak essen oder irgendwas, dann müssen wir mal ein bisschen... gucken, da ist nur ein Sperrlilly, das ist nur ein Stein, aber ich dachte schon... Ja, die können auch runterhopsen, das ist doch schon mal interessant. Ich glaube, ich habe jetzt zumindest auf der Karte jetzt eine Pokémon, die ich noch nicht habe. Aber da ist eine Ansammlung von Sonnenkern und den Olivien. Ich sollte hier zurückfahren, weil wie ich gerade sehe, gibt es hier Stuff. Ich finde auch, wir werden gerade, oder man wird die ganze Zeit so ein bisschen zugeschmissen mit Stuff, weil hier ist überall was. Das hier sind ja die Standardsachen, also die, denke ich mal, immer da sind, aber die komischen Sachen, oh. Aber diese Sachen, die wo nur ein Glitzern siehst, die werden wahrscheinlich random sein. Ich kann dir erklären, wie du zu einem der 10 Wunder Paldeas kommst, okay? Ich dachte, das Pokémon da hinten, das da aufgetaucht ist, ist das Hauptspross. Das ist ja ein Pokémon. Ach, ein Felino. Ich glaube, so eins habe ich schon. Ja gut, nicht sehr effektiv ist halt, da können wir nichts machen. Was muss das denn sein? Ist Stahl? Nee, ist das Unlicht wahrscheinlich oder so, weil ich nicht mehr.
Ich komme gerade nicht drauf, welcher Typ. Welcher Typ müsste das sein? Moment, ich kann ja nachgucken. Welchen Typ muss das haben? Also ich weiß Feuer, Stahl. Aber welchen Typ hat für die? Ach, Gift. Ah, wir haben nicht an Gift gedacht. Ja, Gift ist gegen Feen natürlich effektiv und das und also Gift ist der beste Typ gegen Feen. Ich bin mir immer, wenn ich von Gift höre, ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr so einen Typ habt, wo ihr immer falsch denkt. War Psycho effektiv gegen Gift? Ich also mein Wissen war das, aber es kann auch sein, dass es aus First Gen ist. Ein Zettel ist das Olivenparadies. Es befindet sich hinter dem Pokémon Center dort drüben. Einfach den Weg entlang. Wow. Du hast mir mehr oder weniger gar nichts gezeigt. Wobei, wahrscheinlich. Ich wäre da eh hingekommen. Diese Punkte, diese Sachen hier auf dem Weg. Das macht mich noch kirre. Oh, da sind die Vögel, Ding, ach. Ihr wisst, welche Vögel. So. Dann können wir hier unser Pokémon wieder heilen, weil Trastler möchte ich hier eigentlich entwickeln. Und ich weiß auch, dass sie jetzt am Anfang gefühlt ziemlich schwach. Also relativ. Aber spätestens, wenn sich besonders Entwicklung, da werden die Pokémon eh immer stärker. Weil also entwickelte Formen einen viel höheren Basiswert oder normalerweise einen höheren Basiswert haben. Ich glaube, es gibt selten ein Pokémon, wo sich der Basiswert verschlechtert nach der Entwicklung. Mir fällt gerade jetzt hier keins ein, aber das sind. Ich glaube, wenn, dann müsste es bei einem von diesen Pokémon sein, wo man freiwillig eine Entwicklung macht. Also jetzt nicht so ähnlich wie bei Evoli. Nur, Fußkick, ich dachte gerade, das ist ein neues Pokémon, so also ein Stein und dann irgendwas davor. Ich weiß nicht, irgendwelche Zuschauer werden sich wahrscheinlich denken, warum greift er sie nicht an, warum holt er sich... Ah, da ist wieder die Münze. Ein Giergespenst. Es müsste ein Raid-Pokémon sein, nicht Raid, es müsste ein Kristall-Pokémon sein. Terra-Kristall, wenn wir nochmal so ein 1er Terra-Kristall finden, dann werden wir den angehen. Und wenn ich vielleicht zwei Orden oder so habe, werden wir nochmal Yoshi, diesmal mit Ton, einladen. Oder jemand entsprechendes. Ich glaube, ich kehre gerade wieder zu der Stadt zurück. Ja. Oh ja, wir können. Wo sind die Vögel hin? Ach da. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte schon, dass du trainiert wirst, aber ich wollte jetzt nicht so trainieren. Auch wenn, ich glaube, man kriegt mehr Erfahrung, wenn man so kämpft. So, jetzt sind natürlich die ganzen Datieris weg. Das ist auch schade. Okay. Jo, komm mal machen. Das Feature ist gar nicht mal so schlecht. Das ist bestimmt super für Dinge, nicht für das Shiny Farming, weil das habe ich schon gelesen. Wobei, das soll gut sein, weil man da die Shiny greift, werden nicht zerstört.
Jetzt muss ich gucken. Ich muss auf den. Ich gehe mal auf den Turm da. So, ich denke, er meinte auch hier entlang, oder? Ja, wir gehen nur einfach mal den. Was ist das schon? Der wird sich auch denken, er hätte mich fast überfahren. Ah, hier. Oh, einen Moment, da muss ich pausieren. Ja, nach der Pause sind wir jetzt wieder da. Läuft das nicht automatisch schon? Ja. Er hat ein paar Pokémon niedergeschlagen. Und wie scheint... Oh, okay. Ah, ich habe leider selber das auch nicht verfolgen können, weil ich schnell dann runtergegangen bin, um an die Tür zu kommen. Und jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich zeitlich überhaupt stehe. So. So, ja, ich muss mal gucken. Ich hoffe, es passt alles hier. Gut, dann wird die Folge vielleicht auch ein bisschen kürzer, muss ich mal gucken. Aber ich muss das dann zusammenschneiden. Elektroball. Die TMs kriegen mal wie nichts. Ach, und hier ist wieder der Punkt mit den Treppen, Leitern runterklettern. Ich weiß nicht, ob das der Charakter überhaupt... Okay, das war ein strange move. Ob das der Charakter überhaupt kann, aber wie es mir scheint... Hat man hier entweder immer so ein Gierspenst? Oder ist es... Ist es so der Ort, wo man die findet? Ich fange es einfach mal. Im schlimmsten Fall haben wir jetzt zwei, weil ich glaube, die haben, glaube ich, mehrere Entwicklungen, oder? Na, ich versuche gleich mal einen Superball. Also, es scheint mir auf jeden Fall so, wenn die nur hier oben sind. Hey. Das Problem ist, ich kann nichts machen. Wenn ich jetzt den Donnerschock nochmal anwende, dann bringe ich es ja um. So, ich hoffe, das... Oh, nur einmal? Okay. Das ist auch etwas, was jetzt ziemlich neu ist, oder was meiner Meinung nach ziemlich neu ist, dass man hier, Okay, der Pokédex-Eintrag kommt nochmal, obwohl ich es gefangen habe. Das ist auch kurios. Ah, wenn man direkt auf die Leiter läuft, dann funktioniert's. Oder wie? Ah, irgendwie. Ah, man muss schon mit ein bisschen Schwung, wenn man zu langsam läuft, funktioniert zwar nicht. Das ist wahrscheinlich das so. Ich wollte vorsichtig immer gehen. Und die, haben das so eingestellt, dass man einfach im normalen Lauf geht. So, jetzt dann muss ich hier entlang. Oh, ein Pokémon. Deswegen müssten die Olivenfelder sein. Oder dieses Olivending, das was der vorher beworben hat. Sprudel. Da sind Oliven zwischen den Bäumen. Das. Ja, das Schweinchen, oder? Nee, ah, das ist aus dem letzten, der Hamster. Da sind Dickdas. Dann haben wir die Oliven-Pokémon.
Das sind Wild, diese Käfer, ich mag den Käfer nicht. Was bist du für eins? Das ist ein Dick da. Das sieht mir irgendwie nach Elektro aus. Da müssen wir mal gucken. Wahrscheinlich Terra kristallisiert es zu Elektro oder sowas. Nee, zu Ei. Warum werden. Nee, Moment. Das ist Gestein, oder? Okay. Okay, das ist ziemlich heftig. Wenn man bedenkt, wir hätten es fast gewonnen, aber das Lustige ist, wir können fast nichts anderes machen, außer nochmal schaukeln, weil wir unser Elektro-Pokémon davor gelenkt haben. Und das ist natürlich. Ja. Bisschen doof. Aber wir haben Level 17, das ist eigentlich okay. Oh, da sind die Vatribis. Oder Vatribis. Oder auf jeden Fall diese Bienen-Pokémon. So. Sehr effektiv. Das ist eigentlich die erste Arena. Da haben wir bisher noch keinen Tipp bekommen. Aber ich würde mal vermuten, wenn dieses Olivenfeld das erste oder das in der Nähe von hier ist, dann sind es entweder Käfer oder Pflanze. Aber das können wir, glaube ich, auf der Map nachgucken. Vatribi. Dieses Trio ist von Geburt an zusammen. Es sammelt fleißig Blütennektar, um um Hornweisel eine Freude zu bereiten. Nein. Und in die Box. Ah ja, das ist ein männliches, weil die weiblichen, die haben, glaube ich, den roten Fleck oder andersrum. So, wenn ich das jetzt richtig sehe, dann ist das die erste Stadt und da haben wir, ah ja, Käfer. Ein Käfer-Pokémon-Trainer. Und Aussichtsturm in Zone 2, aber vielleicht. Gehen wir mal dahin. Komm. So. Ist das dahin? Ach, da ist nochmal so eine Münze. Da ist ein Trainer. Ich habe jetzt den Trainer irgendwie schon ein bisschen ignoriert. Oh ja, das können wir doch machen. Mitspieler suchen. Es wird zu Käfer, oder? Okay, ich würde schon an. Da haben wir nur KI-Trainer, da gehen wir noch einmal eben rein. Wenigstens andere Schüler. Okay, die haben alle irgendwie weiterentwickelte Pokémon wie wir. Schon manche auf der zweiten Stufe. Das ist normal jetzt. Rein normal. Wir haben kein Kampf-Pokémon dabei. Okay. Okay, irgendjemand hat ihm ziemlich viel Schaden zugefügt.
Konfusion. Oh, fangen wir mal. Das ist ja immer 100% drin. Das war jetzt sehr einfach. Ich glaube, wir sind langsam in dem Bereich, dass wir diese Welt-Pokémon einfach fangen können. P-Bonus, Stachel-Lilly-Feder, Flink-Feder, Mini-Pilz, perfekt. Und, ja, das haben wir jetzt noch, das hatte ich noch gar nicht. Hatte ich jetzt gefangen. Und der Raid ist damit auch weg. Doch gut. So, jetzt steigen wir nochmal auf. Ach, das ist wieder dieser Hund. Das hatten wir ja schon mal letztes Mal. Da sind noch Wolzilamps in den Olivenfeldern. Da ist so ein Typ, der sich über Team Star beschwert, aber ich würde sagen, wir sehen uns, oder wir kämpfen gegen diesen beim nächsten Mal wieder. Und ja, hoffe der Schnitt klappt und ich freue mich schon, wenn wir uns dann wiedersehen. Bis dahin, auf Wiedersehen.